Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Nach den großen Schneemassen Anfang des Jahres haben wir ein Team der Salzburg Netz GmbH bei der Wiederherstellung der Versorgungssicherheit begleitet. Wärme aus dem Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim und die Energiespartipps direkt von der Energieberatung. Zu Beginn der Sendung machen wir gleich einen Blick in den Tennengau. Nach den starken Schneefällen Anfang des Jahres hat die Salzburg Netz GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Salzburg AG, die Versorgungssicherheit schnellstens wiederhergestellt. Wir haben die letzten Arbeiten im Gelände begleitet. Dann ist es zum Schluss auch wirklich zu gefährlich geworden. Haben wir nur mehr zu zweit ausgefahren und haben nur mehr Trafostationen ausgeschalten, die was irgendwo neben der Straße waren, wo man nicht weit rausgehen müssen hat. Die großen Schneemassen haben Anfang des Jahres landesweit viele Bäume zu Fall gebracht. Diese Baumstürze sorgten insbesondere im Tennengau und Flachgau für viele Stromausfälle. Also für uns war ganz wichtig, dass die Einsatzstelle dort ist, wo der Hotspot war. Und das war in diesem Fall eindeutig der Tennengau. Und ja, wegen der Sicherheit, das ist unser Job. Und wir machen das alle gern, glaube ich, wenn wir da haben. Und okay, ich meine, dass die ganze Sache nicht ganz ungefährlich gewesen ist, hat jeder von uns gewusst. Aber wir haben, sage ich mal, sehr gut geschult, haben laufend Schulungen von der Firmenseite her. Ein gewisses Restrisiko ist bei unseren Arbeiten da sicher immer dabei gewesen. Zu Spitzenzeiten haben bis zu 230 Techniker der Salzburg Netz GmbH betroffene Haushalte wieder mit Strom versorgt. Insgesamt gab es bis zu 2800 Netzumschaltungen, die zur Wiederherstellung des Stromnetzes dienten. Und eine der letzten Netzumschaltungen nach dem Schneechaos haben wir begleitet. Wir fahren jetzt in Daugelbohn rein. Da versorgen wir schon seit 10 Tagen ein Ortsnetz und ein paar Bauern mit Aggregat. Und die Leitung haben wir jetzt repariert. Und darum werden wir jetzt zubügeln und bauen das Aggregat, schalten die Leitung wieder ein und bauen das Aggregat dann ab. Also, wir bügeln da die Leitung jetzt auf und versorgen den Trafo wieder mit der 30 kV-Leitung, damit die Bauern, was da drin haben, wieder einen Strom kriegen und vom Aggregat wegkommen. Mehr als 20 große Stromaggregate für die Versorgung der Ortsnetze und eine Vielzahl von kleinen Aggregaten wie hier im Taugelboden wurden für die Versorgung von Einzelkunden zur Verfügung gestellt. Also wir schauen dann, dass wir da jetzt schnell wieder rauskommen, weil der Hang schaut nicht so knackig aus. Und dann fahren wir raus zu den Lostrennschalter, den was wir haben, mit dem wir die Leitung darin ausgeschalten haben. Und wenn wir noch an die Verfügung von den Kollegen, was das jetzt überbügelt haben, zurückkriegen, dann besparen wir die Leitung wieder, damit der Trafo darin wieder einen Strom hat. Eine super Sache, wenn man ein bisschen Schnee schaufeln kann. Vor den letzten Tagen ist es nicht, wo es nur gestürmt hat. Ob man schon einen Sturmhahn braucht hat, damit man überhaupt was. Daugelboden, Kasbach, Schaltbereit, Manfred. Jawohl. Auf Daugelboden, Kasbach, Richtung Strub, Lostrennschalter ein, bitte. Jawohl, ich darf Daugelboden, Kasbach, Richtung Strub, in Lostrennschalter einlegen, die Leitung wieder bespannen. Jawohl. Moment bitte. Daugelboden Kasbach hat Richtung Strub die Leitung eingeschalten, der Lostrennschalter ist schön drin, die Leitung ist wieder bespannt. Hab verstanden, um 12.02 Uhr Daugelboden Kasbach Richtung Strub, Lostrennschalter ein und bis Strub bespannt. Jawohl, ich sage in Günther, kein Trafo in Betrieb nehmen. Somit ist die Trafostation wieder ans Netz angebunden, die Stromversorgung ist also wiederhergestellt. Bei solchen Einsätzen ist immer eine gewisse Gefahr dabei, das ist ganz klar. Aber wir waren sehr gut mit dem Bürgermeister und mit der Lawinenwarnkommission vor Ort abgestimmt. Zu guter Letzt wird das Notstromaggregat beim Kunden wieder abgebaut. Ja, wunderschön, wenn man in der Früh aufsteht und man sieht wieder blauen Himmel. Der Wind ist weg, es schneit nicht mehr. Man geht mit einer riesen Freude wieder raus, um die Restarbeiten zu erledigen, was haben. Man wird nicht gleich durchnass, wenn es so wie es vorige Woche war, nach 2 Stunden, da man oft das Gewand wechseln müssen hat, ist einfach wieder eine Erleichterung und man ist froh, weil es einem dort 10 Tage gedauert hat, die ganze Sache, wenn es wieder erledigt ist.
Eine spannende Geschichte und wir machen jetzt noch einen Themenwechsel. Das Biomasse-Heizkraftwerk Salzburg-Sitzenheim läuft derzeit auf Hochtouren, um die Versorgungssicherheit im Fernwärmenetz zu garantieren. Wie umweltfreundlich hier alles zusammenspielt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Rund die Hälfte unseres Energiebedarfs brauchen wir in Österreich für die Erzeugung von Wärme. Dabei spielt Biomasse eine wichtige Rolle. Heizkraftwerke erzeugen neben Wärme zusätzlich auch Strom, wie hier im Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim. Wir haben in der gesamten Salzburger AG etwa knapp 900 Gigawattstunden an Wärmeerzeugung. Das sind 900 Millionen Kilowattstunden. Davon erzeugen wir über Biomasse-Heizwerke und Biomasse-Heizkraftwerke etwa ein Drittel der Wärmeerzeugung. Die Wärmeerzeugung funktioniert durch die hochmodernen Anlagen so effizient wie möglich. Effizienter als im eigenen Haushalt oder etwa in einem Hotel. Ein Biomassekraftwerk funktioniert so, dass die Biomasse zu uns angeliefert wird, wird dort zwischengelagert und dann bedarfsgerecht, wie es die Anlage braucht, je nach Wärmebedarf mit Ladern in die Biomasseanlage geführt, in die Feuerungsanlage eingebracht. Dort wird es verbrannt, ganz herkömmlich, wie man sich das vorstellen kann. Aber anders als beim Hausbrand zu Hause oder so, passiert mit den Rauchgasen erstens das eine, dass viel mehr der Energie, die dort enthalten ist, auch genutzt wird. Bei hocheffizienten Anlagen geht das Rauchgas dann teilweise nur mit 30, 40 Grad Celsius aus dem Rauchfang hinaus. Bei Sitzenheim zum Beispiel mit knapp über 100 Grad Celsius. Andererseits wird auch das Abgas gefiltert, das heißt, wie es beim Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim zum Beispiel der Fall ist, über Feinstaub. Filterungsanlagen, sodass die Feinstaubanteile sehr gering sind. Und das ist eben großtechnisch leichter machbar als im Kleinen. Also alles effizienter und dadurch umweltfreundlicher. Machen wir jetzt aber einen Blick ins Kraftwerk. Wir befinden uns hier auf der Feuerbox, wo das Holz, das hier reinkommt, verbrannt wird. Die heiße Luft geht in weiterer Folge Richtung dem Thermoölkessel, wo das die Wärme übergeführt wird zur Turbine, zur Stromerzeugung, geht in weiterer Folge über Wärmetauscher ins Fernwärmenetz, wird dann über den Elektrofilter fein gefiltert, um alle Feinstäube auszufiltern und über weitere Wärmetauscher zur Endenergienutzung ins Netz, um hier die Energie so weit wie möglich auszunutzen. In Sitzenheim lagern mehrere tausend Tonnen Biomasse in Form von Hackgut aus heimischen Betrieben. Aus diesem Grund bleibt die gesamte Wertschöpfung auch in der Region und durch die kurzen Anfahrtswege spart man auch noch CO2. Circa 12.000 Schaufelladungen werden pro Jahr alleine in Sitzenheim verbrannt. Gesteuert wird alles über die Warte. Ja, wir überwachen da oder wir schauen dort eigentlich, dass wir einen ganz normalen Betrieb fahren, dass alles rund abläuft und falls wir irgendwie Abweichungen haben, ob es jetzt außen einer kommt oder von diversen Brennstoffen. Der Brennstoff ist ja jetzt auch nicht immer gleich, einmal feuchter oder im Sommer ist er relativ trocken gewesen. Da fangen wir dann zu korrigieren an. Wir betreiben im gesamten Land Salzburg Biomasse-Heizkraftwerke und Biomasse-Heizwerke. Einerseits im Zentralraum rund um Salzburg, andererseits auch in Bongau und Pinzgau, wo wir über kleine örtliche Netze die Kunden mit Wärme versorgen. Eine Lehre bei der Salzburger ist attraktiv und spannend zugleich. Außerdem gibt es zwischen unseren jungen Kolleginnen und Kollegen ein sehr gutes, wenn nicht freundschaftliches Klima. Einen Lehrberuf, für den wir noch Verstärkung suchen, den stellen wir Ihnen jetzt vor. Die Salzburger AG hat schnelles Internet und Kabel-TV. Dass das auch so bleibt, dafür ist Georg zuständig, unser Lehrling. Und wie es ihm dabei geht, schauen wir uns jetzt an. Moin Georg. Moin. Wie geht's da? Ja, mir geht's super. Was machst du denn da? Ich schaue gerade, ob die Signalqualität am Fernseher passt, dass der Fernseher optimal laufen kann. Aha, und wie heißt dein Lehrberuf? Elektronik, Kommunikationselektronik. Wie schaut denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir sind viel bei den Kunden unterwegs und in letzter Zeit bauen wir jetzt voll die Netze aus, dass wir ein gutes Internet haben. Und da sind wir natürlich mit unserem Beruf an vorderster Front dabei und werken voll mit, dass das Internet allweil schneller wird. Wie geht's dir da mit den Arbeitskollegen? Ja, die Arbeitskollegen sind voll nett, mit denen verstehen wir ja voll gut. Und ja, kann man eigentlich nichts sagen gegen. Zwischendurch habt ihr auch eine Lehrwerkstätte, habe ich gehört? Ja, wir haben eine Lehrwerkstätte gekriegt. Die ist voll schön, haben sie ein wenig umgebaut. Und da bereiten sie unsere Lehrlingsausbildung optimal für die Berufsschule vor.
Und wenn wir in der Schule gut sind, dann kriegen wir natürlich auch eine Prämie dafür. Du, ich will dich gar nicht weiter stören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke dir. Gell? Ciao. Ciao für dich. Wir kommen jetzt in die eigenen vier Wände und zeigen Ihnen, wie Sie am besten Energie sparen können. Meine Kollegin Lisa Reischl von der Energieberatung der Salzburg AG hat wieder ein paar nützliche Tipps für Sie. Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburg AG. Jetzt schauen wir uns das Einsparpotenzial im Badezimmer an. Wir kommen gleich zum Waschbecken. Hier haben wir ein erhebliches Einsparpotenzial bei den Wasserhähnen. Es sollte darauf geachtet werden, dass überall ein Perlator im Einsatz ist. Dieser reichert das Wasser mit Luft an und dadurch wird weniger Warmwasser verbraucht. Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein Vollbad natürlich nett. Energieeinsparender ist aber natürlich das Duschen. Je nachdem, wie lange man duscht, ist das Einsparpotenzial bei ungefähr 2/3 zu einem Vollbad. Und nach dem Duschen lüften nicht vergessen. Fenster für 10 Minuten komplett auf und die Feuchtigkeit hinauslassen. Das war das Salzburger Magazin und sollten Sie Zamm-Kunde sein und somit die Vorteilswelt der Salzburger genutzen, dann haben wir wieder einen besonderen Vorteil für Sie. Jetzt im Februar gibt es gratis Kraftwerksführungen in den Kraftwerken der Salzburger AG und alle weiteren Vorteile finden Sie übrigens auch in der Vorteilswelt-App.